Ja, hallo, hier mal wieder ein weiterer Job bei der Bär GmbH. Eines vorweg, dieses Video ist natürlich eine Aufzeichnung und ich kommentiere das jetzt im Nachhinein. Ich muss dazu sagen, es steht ja auch im Titel, es ist der schlechteste Job, den ich gemacht habe hier. Im Salmon Run, was heißt der schlechteste Job? Die schlechteste Runde. Ihr seht ja, ich bin hier Teilzeitkraft. Jetzt ist es so, ich werde die Highlights, was heißt die Highlights? Ich werde das jetzt ein bisschen zusammenschneiden und vielleicht euch das erste und vielleicht das letzte oder die letzte Runde zeigen, denn es gibt eigentlich nicht wirklich echte tolle Highlights, sondern einfach nur ein sehr schlechtes Spiel und ein unfassbar gigantischer Abstieg. Will jetzt auch keinen Hehl draus machen und will euch jetzt auch nicht mit anderthalb Stunden Frust langweilen oder irgendwie, vielleicht amüsiert es auch so. Deswegen wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei den, das sind keine Highlights, das sind Downlights von dem dritten Video, offiziell das dritte Video, Salmon Run auf diesem Kanal. Ich wünsche euch viel, ja, viel Spaß und gute Unterhaltung. Eines vorweg, ich habe die Kanäle meiner Mitspieler, sofern sie Kanäle haben, unten natürlich verlinkt. Gruß geht raus an Ronin, Venzio und oh, wie heißt der dritte nochmal? Okay, ihr werdet es gleich sehen, dann erwähne ich es nochmal. Also, ich wünsche euch viel Spaß und gute Unterhaltung. So, es ist auf Wasserkraftwerk Stromschnell. Keon ist der vierte im Bunde. Es ist eine ganz tolle Map, ein wunderbares Ambiente. Und ja, die erste Welle kommt. Unsere Farbe ist orange. Und wir sind, glaube ich, sofort im Nebel, wenn ich das richtig sehe. Ja, wir sind sofort im Nebel. Und der Bolzsalmonit ist schon unterwegs. Nebel ist natürlich so eine Sache. Da ist die Sicht ein bisschen schlecht. Aber die Atmosphäre ist natürlich unglaublich toll. Ich muss dazu sagen, wie ich das allererste Mal in meinem Leben Salmon Run gespielt habe mit bei Splatoon 2, war ich sofort, also wirklich sofort in so einer Nebel-Map. Das heißt, es wird anscheinend der Zufall irgendwo auch entscheiden, auf welcher Map man landet und auch, dass der Korb hier schon unten ist. Ihr seht, zwei von uns sind schon weggesplattet. Die Quote ist noch nicht erfüllt, weil die Quote kann man ja erst erfüllen, wenn goldene Eier eingesammelt werden. Und die kann man erst einsammeln, wenn man einen Boss-Salmonid erlegt hat. Und die Quote ist hier gleich in der ersten Welle bei 10 goldenen Eiern. Und wir haben weniger als eine Minute jetzt Zeit, das zu bewerkstelligen. Hier ist auch so ein goldener, so der guck mal, der glänzt so, der strahlt so. Hilfe, Hilfe, Hilfe! Ja, schnell die Eier einsammeln. Vielleicht schaffen wir es doch noch, die erste Welle zu schaffen. Es müsste zu schaffen sein, den Stahl, der ist eigentlich ganz leicht zu besiegen. Man muss einfach nur das hintere Ende, das Schwanzende, erledigen, aber ich falle hier natürlich ins Wasser und kann natürlich nicht jetzt sofort hier Goldeier einsammeln. Das ist der Vorteil, man kann auch Goldeier einsammeln, wenn man wegsplattet ist, also wenn man wenn man den Rettungssinn hat, aber nichts hilft mehr, wir sind alle weggesplattet. Ja, und da ist die Zeit um. Nur 6 von 10 geschafft. Feierabendschluss jetzt, sonst krieg ich Ärger mit der Gewerkschaft. Ja, Herr Bär, das war schon, die erste Runde war schon ein Reinfall. Schade, schade, schade. Und ich werde zurückdegradiert. Ich guck mal, ja, zurückdegradiert. Gut, die Bonusleiste geht immer hoch. Egal, wie schlecht das man gespielt hat. Gut, bei 0 Punkten, aber 0 Punkte sind ja eigentlich unmöglich. So, zweite Runde. Und wieder erste Welle, gelle. Wasserkraftwerk, Stromschnell. Der epische Abstieg. In dieser Runde und in diesem Splatoon 3 Salmon Run Video. Und wir haben eine, oder ich habe eine, oh, ich weiß nicht mehr, wie diese Waffe heißt. Keine Ahnung, sie ist eigentlich recht gut. Ich finde eigentlich die ganzen Waffen
ziemlich gut. Dieser Simon Boss ist ziemlich leicht zu besiegen, dieser Turmboss. Aber ich frage mich wieder hier, wo sind die anderen? Hallo, bin ich hier ganz alleine? Super, gut, ich versuche das goldene Ei mal einzusammeln. Aber natürlich muss ich auch gesplattet werden und befreit werden. Ja, wir müssen eine Quote von 9 goldenen Eiern erreichen. Das ist übrigens auch so, wenn ihr mit euren Freunden und Kumpels Splatoon spielt, egal ob das jetzt Salmon Run ist oder Turf oder was auch immer, und ihr seid jetzt zum Beispiel auf Teamspeak, Discord, Telefon, Schaltung, was auch immer, es hilft nicht, im Sprachchat, ich bin hier zu rufen, sondern ihr müsst natürlich dann das hier auf eurem Gamepad drücken, weil man hört euch ja nicht im Spiel rufen und dann weiß man, wo ihr seid, ne? Also das bringt nichts, ja. Also ich sage jetzt, Namen werden jetzt nicht genannt, wer das jetzt hier gemacht hat, weiß ich irgendwie nicht, wo ich da wieder lang muss. Toll. Was ich noch dazu sagen muss, ist, ich tue mich unglaublich schwer, Splatoon zu spielen, wenn, oh, es fehlt nur noch ein Ei und ich komme hier irgendwie nicht weg und ich kann es nicht werfen. Oh gut, die Quote ist erfüllt. Oh, wenigstens eine Welle haben wir mal geschafft. Ei, ei. Wenn ich im Discord-Speak bin, weil das ist so, da wird gequasselt und gebabbelt und ich bin hier und ich bin hier und und dann beschweren sich mal Leute vielleicht, ach, die Waffe ist nicht gut und das. Und es lenkt mich unglaublich ab. Ich kann mich da irgendwie gar nicht konzentrieren. Eine Waffe, die ich sehr, sehr selten habe, eigentlich überhaupt nicht, das ist dieser komische Wischer. Und wischt weg, ja. Wo ähnlich wie ein Schwert funktioniert. Glaube ich. So, und, ach cool, wir haben goldene Eier, also Quote von 10 Eiern müssen wir jetzt erfüllen. Dürfte ja kein Problem sein. Und der nächste Boss ist ja schon hier, damit wir uns goldene Eier holen können. Das sieht man hier an dem, oh, da sind sie schon, ja wunderbar, jetzt aber fleißig einsammeln. Vielleicht schaffen wir es, na gut, ich weiß ja, wie das Video schon, also ich weiß ja schon, wie das Spiel ausgeht. So, den bezieht man am besten, wenn man Bomben reinwirft. Ja, zu mir, hallo, komm zu mir. Ja, ich habe zu mir gedrückt, weil zu mir oder hierher oder hier rufen ist ein bisschen schwierig. Auch hier seht ihr, ich bin alleine. Jedenfalls sehe ich die anderen nicht und bin jetzt hier total weggebombt worden. So, doch, jetzt kommen welche. Aber dieser Post-Salmonit ist jetzt irgendwie immer noch nicht besiegt. Der schmeißt nämlich hier schon wieder seine. Jetzt. Gut, ein goldenes Ei fehlt noch. So, yeah. Schnell. Es ist immer lange. Oh, gut. Mach's doch rein. Jetzt wo ist das Ei? Hallo. Da waren noch Eier. Jetzt geh doch zum Ei. Und das war's. 2-1. Ende. Ja, Feierabend und Schluss. Verliert nur nicht die Nerven, wenn ihr den Rad... Ja. Herr Bär, ich würde die Tipps noch schneller einblenden und noch schneller wieder wegblenden, damit man noch weniger oder noch weniger Zeit hat, das zu lesen. So, Teilzeitkraft. Ich werde weiterhin zurückdegradiert. Ja, nicht schön, aber die Arbeit muss weiter getan werden. So, hier sind wir mal in Abwechslung mit gelber Farbe unterwegs. Ich habe jetzt mal ein bisschen vorgesprungen. Die Bosse sind eigentlich nicht schwer zu besiegen, aber natürlich muss man sich dann auch einig sein, wer was macht und dass man natürlich auch gemeinsam an die Bosse rangeht, weil nur durch die Bossbesiegungen bekommt man an die goldenen Eier. Ja, oh gut, Quote erfüllt, jetzt heißt es nur noch überleben, aber natürlich, auch wenn die Quote erfüllt ist, bedeutet das nicht, sich jetzt auf die faule Flosse zu legen, sondern
Natürlich kann man weiterhin goldene Eier sammeln und mehr, also die Quote übertreffen. Weil je mehr, desto besser. Das ist ja selbstverständlich. Und da bin ich weggesplattet. Weggesplattet worden, Quote erfüllt. Wir sind aber nicht alle gestorben. Das bedeutet, es geht trotzdem weiter. Wir haben hier die Welle 2. Und die Quote von 10 muss erfüllt werden. Und diesmal habe ich einen. Ich habe einen Sniper, einen E-Leader, Dings. Dings, Boomens. So, jetzt muss man noch gucken, wo der Korb ist. Und ach, da sind schon die ersten goldenen Eier. So, das heißt jetzt schnell Quote erfüllen. Und ich finde schon wieder den Weg nicht. Gut, man kann die Eier auch, man kann die Eier auch werfen. Das Problem ist, hier muss man auf mehrere Dinge achten. Man muss natürlich die Eier werfen und einsammeln und an den Korb bringen. Man muss natürlich aber auch die Biester hier abhalten. Weil die wollen uns natürlich davon abhalten, hier die goldenen Eier einzusammeln. Ja, die haben da kein Interesse dran. Und es kommen schon wieder die Bomben. Es hagelt schon wieder Bomben. So, ein goldenes Ei fehlt noch. So, Leute, eins fehlt noch. Einfach den Stahl erledigen. Hier. Und dann dürft... natürlich dreht er sich so schnell um, dass er mich jetzt hat. Nur ein goldenes Ei fehlt. Nur noch ein Spieler ist im Spiel. Und das war's. Und das ist richtig, richtig... Das ist richtig frustrierend. Das ist richtig... Cheeto, ja. Wie der Lateiner sagt. Ja, ködert man so lange, bis er... Ja, toll. Super. Danke, danke, Herr Bär, dass ich die Tipps so schnell einblenden, dass man sie nicht vorlesen kann. Ja. Schön. Und es geht weiter nach unten. Und schon bin ich nur noch Azubi. So, bin wieder im Nebel. Ja, und es sieht sehr schlecht aus. Man sieht nichts. Ein paar sind weggesplattet, wie man dort so gut erkennen kann. Aber es sind jede Menge goldene Eier hier. Jetzt mal ein bisschen hier angewärmt. So, die Quote ist erfüllt. Aber es spielt natürlich nichts dagegen, mehr Eier einzusammeln. Je mehr, desto besser. Und da müssen alle mithelfen. Und der Stahl ist schon wieder da und hat mich überrollt. Das Ding heißt Stahl und nicht Drache. Ja. So, ich versuche mich mit meinem Rettungsring noch durchzukämpfen. Und natürlich ist der Stahl jetzt wieder hier. Und will mich wieder erledigen. Ich kann mein Ei nicht mehr abliefern. Gut, 12 Punkte. 12 Punkte, 12 Eier da eingesammelt. Das ist natürlich nicht schlecht. Und wir kommen zur Welle 2. Es war erst die erste Welle. So, und wir müssen 9 goldene Eier sammeln, um die Quote zu erfüllen. In dieser Runde, die aber nicht rund läuft, sondern es läuft nicht rund, es läuft eckig. Deswegen müsste sie Ecke heißen und nicht Runde. So, den Boss haben wir hier besiegen, hier erledigen und die kommen hier schön aus dem Wasser raus. So, Eier einsammeln und abliefern. Das kann doch nicht so schwer sein. Das ist übrigens Teil von dem Spiel bei Salmon Run, dass man sich eben erstens eben nicht die Waffe selber aussuchen kann und zweitens nicht die Waffe natürlich hat, die man sonst im Spiel hat. Ihr müsst euch das so vorstellen, die Bär GmbH stellt ja uns Inklinge und Oktolinge ein, um für ihn zu arbeiten. Und wenn ihr bei einer Firma arbeitet, bekommt ihr eben Sachen gestellt. Ne? Also von der Firma gestellt. Also das ist Ausrüstung, das sind Waffen und Werkzeuge. Und so ist das bei Splatoon eben auch. Wäre natürlich ein Vorteil, wenn man mit seiner eigenen Waffe, mit der man gute Erfahrungen hat,
hier arbeiten könnte. Das ist ganz klar, das stimme ich zu. Aber es ist eben Teil vom Spiel. Also das ist dann eben so. Beim Story-Modus kann man sich auch nicht die Waffe aussuchen. Also es ist dann auch dann das, was man eben kriegt. Das ist ja der Schwierigkeitsgrad. Man bekommt ja auch was dafür. Ne? Also es ist ja nicht umsonst, sage ich immer. So, wir haben die Quote mehr wie erfüllt. So, ich glaube, das ist schon die letzte Welle in dieser Runde. Ja, es ist die letzte Welle. Und, und es wird dunkel, es wird sehr atmosphärisch. Es wird sehr atmosphärisch. Und es geht, die Dingsbums muss man hier irgendwie... Ich habe das auch noch nicht so richtig gerafft, was man da machen muss. Man muss irgendwie diese Fontänen da aktivieren, um das zu triggern, dass dann dieser ganz besondere Salmonit... Entschuldigung, ja, Goldi. Eure große Chance, auf ihn mit Gebrüll. Und da gibt es dann eben sehr, sehr, sehr viele goldene Eier. Da ist er. Der hat den, wo wir vorhin gesehen haben. Aber natürlich muss man dann auch ran an den Speck und ran an die Eier. Und es wurde erst ein goldenes Ei jetzt in den Korb transportiert. Und da ist schon wieder jemand durchgesplattet. Ja. Ich habe auch wieder keine Tinte mehr. Das ist übrigens ähnlich wie im Revierkampf. Je nachdem, welche Waffe ihr dann habt, müsst ihr euch dann eben auch entsprechend im Spiel positionieren. Also wenn ihr zum Beispiel eine Sniper habt, so eine Fernwaffe, dann ist es natürlich logisch, dass ihr euch irgendwo oben hinstellt und dann eure Mitspieler verteidigt, beziehungsweise dann von fern dann die Gegner abballert. Ne? Das ist ganz klar. Und natürlich kann man auch Ultiwaffen einsetzen. So, es fehlen eigentlich nur noch zwei goldene Eier, aber hier hat es wieder nicht geklappt. Und das auch in der letzten Welle, die eigentlich wäre eigentlich zu schaffen gewesen. Sag ich. Eigentlich. Aber ja. Wurde nicht geschafft. Schade, schade, schade. Und ich glaube, es geht wieder. Na, es geht nicht zurück, weil die ersten beiden Wellen haben ja geschafft. So, und los geht's. Wir sind mal wieder in einer anderen Runde und diesmal ohne richtig, richtig schöne Farbe. Ich mag ja, wenn die Farben so richtig kräftig sind. Und der Boss-Salmonit, das ist so ein Boss-Salmonit, der mitunter am leichtesten zu besiegen ist. Das bedeutet auch hier eigentlich sichere Punkte, sichere goldene Eier. So, der Stahl kommt. Ich positioniere mich schon mal, oder ich habe mich hier schon mal in einer Position hingegeben, dass ich dann von hinten angreifen kann. Jetzt weiß ich nicht, haben die anderen ihn jetzt schon erledigt? Aber man hört halt ständig auch von den anderen, von den Kleinen hier vor allem, dieses kleine Ungeziefer da angegriffen. Jetzt habe ich nicht mitbekommen, ob der Stahl, aber anscheinend schon, weil ich sehe ihn jetzt nicht mehr. So, dann Ron erst befreien wir das. So. Zack. Ah, da ist ein neuer Stahl. Ist es jetzt immer noch derselbe? Oder? Nee, es ist ein neuer, aber... Ah! Natürlich, ins Wasser springen und vom Wasser aus ihn besiegen, ist keine gute Idee. Aber wurde erfüllt, jetzt heißt es überleben. Weil, wenn wir natürlich nicht überleben, bringt es nichts, wenn die Quote erfüllt ist. Auch wenn wir noch so viele goldene Eier haben, dann ist die Runde trotzdem verloren. So, der Turm. Zack. So, die Runde ist... Die erste Welle von dieser Runde ist in dieser Ecke. Nicht von dieser Runde, es ist eine Ecke, weil es eckig ist. So, Wischer. Wie heißt das Ding? Wischer... Jetzt bin ich direkt davor gesessen. Vielleicht sollte ich mich auf die andere Seite setzen. Damit man was sieht.
So, und es geht gleich richtig gut zur Sache. Dieses UFO-Ding hier, was das da ist, was da runterregt, was mich jetzt schon weggesplattet hat, ist so ein... gleich sieht man es wieder. Ich hoffe, man sieht's. Bei diesem UFO-Dings... So, da guckt so ein Schwänzchen raus und das muss man schaffen. Aber man muss natürlich auch dieses ganze Kleingemüse hier, Kleinintensiver hier, erledigen. Killgrill. Killgrill heißt das Ding. Bin natürlich... Hab's nicht geschafft. Wir schaffen. So, seht ihr das? So, das ist dieses Schwänzle da. Das schafft man natürlich nur, wenn man mit vereinten Treffen da dran geht. Das wäre zum Beispiel jetzt eine gute Sniper-Aktion, wenn sich jemand von oben hinstellt und dann da drauf ballert. Aber wir sind hier nur noch zu zweit, zu dritt. Jetzt, ja, gut, jetzt sind wir wieder zurück. Und wir kommen einfach nicht an goldene Eier ran, weil es einfach nicht funktioniert, diesen Killgrill zu besiegen. Jetzt, endlich, jawoll. Also gibt es doch noch goldene Eier. Nur noch 20 Sekunden. Es könnte theoretisch noch klappen. Es könnte theoretisch noch klappen. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Jetzt schnell die goldenen Eier rein. Jetzt schnell, schnell, schnell. Nein. No. Verloren. Es hat nicht gereicht. Es hat nicht gereicht. Und ja, Herr Bär, ich habe gemerkt, um dem Killgrill zu entkommen, muss man natürlich wegrennen. Und ich werde weiter runter degradiert. Der Abstieg eines Splatters. Wenigstens habe ich einen Bonus erreicht. So, weiter geht's. So, es ist wieder Nacht. Noch 7, 6, 5, 4... 3, 2, 1, Quote ist erfüllt, keiner ersten Welle, ja wunderbar. Wunderbar, es ist wenigstens mal wieder, es sieht nach einem Aufstieg aus, aber Aufstieg kommt vor dem Fall. Gibt es, hat mal jemand gesagt, was ist denn das eigentlich, von wem ist denn das Aufstieg kommt vor dem Fall? Ist das ein Götz-Zitat? Nee, das berühmte Götz-Zitat. Das lag mir hier bei diesen Runden schon öfters auf der Zunge. Ihr kennt es alle, das Götz-Zitat. Wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten. Und wir sind hier momentan in einem gewaltigen Schatten. Es ist nämlich wirklich finstere Dunkelheit. Das Mutterschiff nimmt Kurs auf meinen Korb. Mein Korb! Wer irgendwer lässt diese schleimigen Salonierten an meine Eier? Ja, Herr Bär, der ist ein bisschen sehr schnell. Man kann es nicht vorlesen, was... Oh, der ist ganz schön viel. Ah, die klauen die Eier. Das geht natürlich nicht. Ah, das sind die Dinger mit dem Propeller da. Deswegen fliegen die goldenen Eier hier durch die Gegend. So, das heißt hier, das kleine Ungeziefer hier... abhalten. Es ist noch nicht vorbei, aber die Quote ist mehr wie erfüllt. Das Mutterschiff ist schon wieder auf Kurs. Noch 25 Sekunden. 13, 14 Eier. Schaffen wir auch noch 15? Ich halte hier mal die ganzen Salmoniten ab. Auch die Eier übrigens, das sind alles Punkte. 15 Eier, jawohl. Das sind alles... was ist denn das? Ach, du Schande. Da hat jetzt einmal ein Ei geklaut. Jetzt sind es nämlich wieder 14. Jetzt sind es wieder 15. Jawohl. Diese Animation braucht immer so einen großen Anlauf. Wenigstens diese Welle geschafft. Jetzt kommt die letzte Welle. Schaffen wir die oder schaffen wir sie nicht? Ihr wisst ja, ihr kennt den Videotitel. Und schon ist ein Boss-Salmonit unterwegs. Und wir müssen 11 goldene Eier schaffen. So, die UFOs. Anlässlich des internationalen Alien Day, der
vor ein paar Tagen war. Wer mein Twitter und Instagram kennt, weiß, dass ich den gebührt habe mit ein paar tollen Bildern. Eigentlich das berühmteste Alien gar nicht erwähnt habe. Ja, ihr kennt ihn alle, Gordon Chang-Wei. Das ist eigentlich das berühmteste Alien schlechthin und sieht gar nicht wie ein klassisches Alien aus. Na, wer ist Gordon Chang-Wei? Wer kennt ihn noch? Schreibt mal in die Kommentare, wer Gordon Chang-Wei ist. Oder war. Und anhand davon sehe ich dann, ob ihr das Video bis hierher überhaupt angeguckt habt. Und wenn es nicht wisst, dann schreibt einfach, ich weiß es nicht. Damit ich sehe, habt ihr das Video bis hier angeguckt? Ne? Es ist wieder ein Boss-Salmon unterwegs und ein ganz easy Boss-Salmon, dieser Turm da. Und diesen Kasten da, den besiegt man am besten, indem man von hinten, weil dann muss man den, Fahrer nämlich erledigen. Aber natürlich hier drücken und nicht, oder hier, zu mir drücken und nicht hierher im Chat rufen. So, noch 10 Sekunden, 3, 8, 7. Ja, es sieht nicht gut aus. Es ist sehr, sehr knapp. Habe ich jetzt das Ei verloren? Und es ist vorbei. Tja, das hat wohl nicht sollen sein. Deckler ködert man soll bisher runter. Ja, danke, Herr Bär. So, wir sind bereit für die letzten Runden in diesem Video. Ich habe jetzt doch ein bisschen mehr gezeigt. Ich habe nicht die kompletten Spiele, das habt ihr ja gesehen, die kompletten Runden gezeigt, sondern nur so Ausschnitte von der Teilzeitkraft abgestürzt zum Azubi. Ich glaube, ich mache heute für heute Feierabend. Das war's mit Salmon Run. Den schlechtesten Job, den ich jemals hier in Splatoon gemacht habe. Ja, bereit. Ja, den Raum verlassen. Ja, raus. Feierabend. Ich hätte jetzt fast gedacht, ein wohlverdienter Feierabend, aber so wohlverdient war er nicht. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen gefallen. Das heißt ja auch, schlechte Sachen sind sehr unterhaltsam. Wir sehen uns dann beim nächsten Salmon Run wieder. Und es ist ja auch bald wieder Splatfest. Und zwar im Zeichen von Zelda. Oder Zelda. Bis dann, macht's gut. Keep Supernova over and out. Und ich muss jetzt noch in die Lobby ein bisschen trainieren gehen. Tschüss.